Good morning from Geneva, Switzerland. Hallo, My guten name Morgen aus Genf, Schweiz. Ich bin Casey Harden. Ich bin von der weltweiten YWCA. Und ich bin sehr froh, heute bei euch zu sein, in welcher Zeitzone ihr euch auch befindet, für den zweiten Tag dieses Symposiums über das Symposium für soziale Sicherheit, Gerechtigkeit im digitalen Zeitalter. Ich möchte zunächst daran erinnern, dass wir Verdolmetschung haben, Spanisch, Deutsch und Französisch. Außerdem haben wir einen Livestream. Die Einzelheiten hierzu sind auf der Website des Events zu sehen. Ein Großteil der Inhalte wird aufgezeichnet und das wird dann auch in mehrfacher Weise dann verfügbar sein später. Gestern haben wir dieses internationale Symposium begonnen mit den Herausforderungen und Chancen für eine gerechte digitale Welt. Was ist soziale Gerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit in der, im digitalen Zeitalter? Wir müssen uns bewusst sein, nicht nur die Vorteile der Verbindung zu sehen. Und verschiedene Plattformen haben auch Herausforderungen, aber es gibt auch dunklere Seiten. Es gibt auch mehr Marginalisierung, Ausgrenzung. Wir müssen uns nicht nur bewusster sein, sondern auch aktiv die Menschenrechte im digitalen Raum fordern. Heute werden wir uns auf den öffentlichen Raum konzentrieren. Auf welche Art hat das digitale Zeitalter den Begriff des öffentlichen Raums verändert? Heute Morgen haben wir ein Video, das den Kontext für das Gespräch setzen wird. Und hier konzentrieren wir uns auf weltweite Aspekte mit unserer Schlüsselfrage aus einem politischen Kontext. Und dann sehen wir uns das Ganze aus einer theologischen Perspektive an. Zunächst haben wir einen der Co-Organisatoren dieses Symposiums. Wir haben Pastor Rainer Kiefer des Evangelischen Missionswerks. Liebe Freunde, herzliche Grüße an Sie alle aus Hamburg. Das EMW ist der Dachverband evangelischer Kirchen und Werke in Deutschland, der Weltverband für christliche Kommunikation WACC sowie der Ökumenische Rat der Kirchen gehören zu unseren langjährigen Partnern und Freunden. Es war mir eine große Freude, dieses Symposium gemeinsam mit Kollegen aus dem ÖRK, dem WACC und anderen Organisationen zu organisieren und zu planen. Ich bin beeindruckt von der Zahl der Teilnehmer aus so vielen Regionen der Welt. Herzlich willkommen. Wir haben frühzeitig mit der Planung begonnen und streben eine internationale und generationenübergreifende Diskussion über die Herausforderungen für soziale Gerechtigkeit im digitalen Zeitalter an. Ich bin dankbar für das Engagement und die professionelle Leitung des Planungsprozesses durch meine Kollegen. Wir haben von ihrer Erfahrung, Weisheit und Geduld profitiert. Es ist klar, dass unsere Diskussion nicht mit diesem Symposium enden wird, sondern in all unseren Netzwerken, in den Kirchen, mit Journalisten und Medienschaffenden, mit Politikern und Vertretern von Nichtregierungs- und Glaubensorganisationen fortgesetzt werden müssen. Das EMW ist ein Partner weltweiter Gremien und regionaler ökumenischer Organisationen und nationaler Kirchenräte. Sie alle erleben die neuen Möglichkeiten, die die digitale Welt für ihren Auftrag bietet. Sie alle stehen aber auch vor der Frage, welche Konsequenzen sie aus ihrem Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung für eine gerechte und partizipative Gestaltung dieses neuen öffentlichen Raums ziehen sollen. Und mit unseren Mitgliedern und Partnern arbeitet das EMW mit Institutionen der theologischen Ausbildung auf internationaler Ebene zusammen. Mit der finanziellen Unterstützung der evangelischen Kirchen in Deutschland haben wir das Privileg, die Ausbildung von Fachleuten und Laien in ökumenischen Netzwerken und Kirchen zu fördern.
Die Themen, die auf unserem Symposium diskutiert werden, sind auch im Kontext der theologischen Ausbildung von zentralem Interesse. Wie nutzen wir die Segnungen der digitalen Kommunikation? Und wie verteidigen wir unsere Werte, wenn wir mit den offensichtlichen Risiken und Gefahren konfrontiert werden? Was können wir voneinander lernen? Und wie müssen wir unsere Gewohnheiten und Arbeits- und Kommunikationsweisen ändern? Das sind Fragen, die von uns allen eingehend diskutiert werden müssen. Ich bin überzeugt, dass wir viel voneinander lernen können. Gemeinsam mit unseren Partnern und Freunden in Deutschland und in der ganzen Welt glauben wir, dass wir an Gottes Mission uns beteiligen, die Welt zu erreichen und Heilung und Versöhnung zu bewirken. Wir fühlen uns geehrt, zu diesem Auftrag beitragen zu können und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen allen auf dem Weg zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 2022 in Karlsruhe. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Pastor Kiefer. Ihre Worte haben einen besonderen Schlüsselkontext für heute unterstrichen, und zwar die Segnungen der digitalen Kommunikation und auch die Wiederversöhnung, die notwendig ist und wichtig ist, wenn wir den öffentlichen Raum benutzen bei unserer Arbeit. Jetzt kommt ein Video, das uns dabei hilft, die Bedeutung unserer Veranstaltung zu verstehen und auch einen gemeinsamen Kontext zu schaffen über das, was wir meinen, wenn wir meinen öffentlicher Raum. Und hiermit ist unser kurzes Video. Eine der Säulen der Kommunikationsrechte ist die Kommunikation in einem öffentlichen Raum. Was also ist ein öffentlicher Raum? Der öffentliche Raum ist ein Bereich, in dem die Menschen, einschließlich der Medien, ihre Gedanken und Gefühle zu politischen und gesellschaftlichen Themen zum Ausdruck bringen können, so dass sie sich frei an der Demokratie beteiligen können. Im Grunde handelt es sich also um einen freien Informationsfluss. Sie sprechen nicht im Namen eines Unternehmens oder einer Organisation, sondern im Namen des Bürgers, der bei der Behandlung einer Vielzahl von Themen helfen möchte. Das Gute daran ist, dass es kein richtig oder falsch gibt. Jeder ist willkommen, solange der Inhalt der freien Rede relevant ist. Normale Menschen haben die Möglichkeit, Politiker bei ihren Zukunftsplänen für das Land zu beeinflussen. Andere betrachten dies als Schutz vor Machtmissbrauch. Die Grundlage dafür ist Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der besagt, dass erstens jeder das Recht hat, an der Regierung seines Landes mitzuwirken. Dies kann direkt oder durch frei gewählte Vertreter geschehen. Zweitens hat jeder das Recht auf gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst in seinem Land. Und drittens soll der Wille des Volkes die Grundlage der Regierungsgewalt sein. Dieser Wille kommt in regelmäßigen und echten Wahlen zum Ausdruck, die nach allgemeinem und gleichem Wahlrecht und in geheimer Abstimmung oder durch gleichwertige freie Wahlverfahren durchgeführt werden. Und damit dies alles funktioniert, müssen die Menschen, die sich in diesem Gebiet beteiligen wollen, zumindest eine Grundbildung haben und des Lesens und Schreibens kundig sein. Hier sind einige Beispiele, um die Idee zu verdeutlichen. In Brasilien gibt es Konflikte zwischen den Menschen und der Regierung, weil 88% der Medien- und Kommunikationsunternehmen von privaten Unternehmen und Politikern kontrolliert werden, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen und nicht die der Öffentlichkeit. Dies führt zu einer Einschränkung des öffentlichen Raums, da nur mächtige Menschen an der Arena teilnehmen können. Weltweit sind die sozialen Netzwerke ein Beispiel für eine Arena, in der die Menschen ihre Meinung äußern und gleichzeitig hören können, was andere Parteien zu einem bestimmten Thema sagen. Jedoch ist ihr Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung vernachlässigt worden, als das Internet und die sozialen Medien in unsere Kommunikation eindrangen. Kenne dein Recht als Mensch und als Bürger. That is a terrific video created by Das war ein wunderbares Video, das uns sehr gut verstehen lässt,
was wir meinen, wenn wir von öffentlichen Räumen sprechen. Und jetzt werden wir in den Dialog treten. Ich freue mich sehr, ehrwürdige Emma Inamuta Theophilos vorzustellen. Und sie wird über die Chancen und Möglichkeiten des öffentlichen Raums sprechen. Sie ist stellvertretende Informationsministerin, auch für Kommunikation und Technologie im Regieren von Namibia. Zuvor war sie ein Jugendaktivist mit Genderrechten, Kinderrechten, nachhaltige Entwicklung und Jugendarbeitslosigkeit. Sie war stellvertretender Sprecher im Jugendparlament der Republik Namibia und auch als Junior-Bürgermeister und viele andere Rollen. Und in ihrer Rolle als stellvertretende Ministerin und Mitglied des Parlaments möchte sie die Kommunikation verbessern, die Aktivitäten und Programme der Regierung der Republik von Namibia ausbauen und hier auch einen wichtigen Beitrag leisten. Herzlich willkommen, ehrwürdige Emma Theophilos. Es ist wunderbar, Sie hier zu haben. Vielen, vielen Dank. Casey, einen wunderschönen guten Morgen an Sie alle. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich sprechen darf über die digitale Gerechtigkeit. In Zeiten wie diesen mit Covid-19 hat es natürlich all unsere Leben beeinflusst und hat diese Ungleichheiten, die schon existiert sind, noch stärker gemacht, hat diese Kluft weiter gemacht. Casey, ich möchte beginnen, meine Ansprache, einige Punkte herauszustreichen, die Situation in Namibia zum Beispiel, auf dem afrikanischen Kontinent, die ähnlich ist. Und auch natürlich alle Punkte und Themen der Welt um uns herum. Namibia ist eines der ungleichsten Länder auf der ganzen Welt. Wir haben eine Ungleichheit zwischen Reich und Arm, eine Kluft zwischen Reich und Arm. Und das kommt natürlich aus unserer Vergangenheit. Wir haben eine sehr schwierige Vergangenheit gehabt, Kolonialismus, Apartheid. Und wir haben erst 31 Jahre zuvor unsere Unabhängigkeit erlangt. Wir haben auch seit den 90er große Fortschritte gemacht, aber es ist noch so viel Arbeit zu tun. Aber wenn man auf die soziale Gerechtigkeit und den Zugang zur sozialen Gerechtigkeit sieht, all diese Gespenster aus unserer Schatten, aus unserer Vergangenheit, bleiben nach wie vor hier. Die Gewalt und diese genderbasierte Gewalt, all diese Probleme sind nicht wirklich noch geheilt aus der Vergangenheit. Wirtschaftlich gesehen ist das Thema der digitalen Kluft, geht immer weiter auseinander und der Zugang wird immer wichtiger. Denn wenn man jetzt einen Zugang haben kann zu Informationen zum Beispiel, wenn sie ausgeschlossen sind von digitalen Räumen und von Gesprächen und Möglichkeiten im Netz, so verlieren sie eine doppelte Möglichkeit im wirklichen und in Online-Space-Räumen. Das ist also eine Art von doppelten Effekt. Und die Ähnlichkeiten auf dem afrikanischen Kontinent sind groß. Wir haben immer noch eine große Zahl an Afrikanern, ungefähr 64%, die keinen Zugang haben zum Internet und zum digitalen Räumen, um ihre Menschenrechte zu leben. Und die Revolution der ICTs hat das natürlich die Gesellschaft völlig verändert und macht es weiter. Und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, die mir gegeben wurde, auch nicht nur als Mitglied des Parlaments, sondern auch hier einen Beitrag zu leisten und alle Themen und über Themen zu sprechen, die über 60% der Bevölkerung in meinem Land betreffen. Und wenn wir keinen digitalen Räume haben, wenn wir keinen Planen haben, eine Politik, die diese Kluft überwinden kann oder zumindest etwas schmaler machen kann. Und das ist wirklich
enorm wichtig sind, denn sonst werden immer mehr Menschen ausgeschlossen von diesen Möglichkeiten, den Zugang und dem Zugang zu Menschenrechten und auch zu den wirtschaftlichen Rechten und auch produktive Bewohner zu werden. Das ist wirklich eine Rolle, die ich sehr, sehr ernst nehme. Und im April wurde hier eine wichtige Veranstaltung veranstaltet, wenn es um Pressefreiheit geht. Das Thema war die Pressefreiheit und das ist sehr, sehr wichtig und sehr ernstzunehmendes Thema, denn dass die Presse die Freiheit hat, frei zu berichten über die Probleme in einem Land, gibt uns auch die Möglichkeit und der Presse die Möglichkeit, hier wirklich eine starke Rolle zu spielen. Das ist unabhängig, jetzt anders als jetzt die Exekutive oder die gesetzgebende Teil. Aber hier, es ist wichtig für den Fortschritt in einem Land. Und als Regierung muss man das sehr, sehr ernst nehmen. Und wir wertschätzen das sehr, dass wir eine Legislative und dass wir auch einen Schutz für die Medien gewähren können. Denn am Ende liegt uns die Interessen der Gesellschaft am Herzen. Wir haben auch über den Zugang zur Information reflektiert. Afrika ist ein Kontinent, der nur ein Land hat, das Ghana zum Beispiel, das Zugang hat. Es wurde hier ein Entwurf gemacht für ein für einen Gesetzesentwurf. Und es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Prozess für diesen Gesetzesentwurf. Und der Zugang für einen Gesetzesentwurf ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Es müssen hier die besten Praxisen aus der ganzen Welt werden hier auch untersucht und werden hier dazu verglichen. Und Richtlinien und was öffentliche Institutionen hier wirklich machen können, was sie an Informationen mitteilen können der Öffentlichkeit. Ich reflektiere über meine eigene Erfahrung als junge Frau. Bevor ich stellvertretende Ministerin wurde, war ich sehr aktiv in Räumen, wo wir die Frauenrechte vertreten haben. Aber ich brauchte die richtige Information, um eben für Lobbypolitiker oder für Informationen zu kommen oder um auch hier Zuschüsse bekommen von internationalen Organisationen, was auch Frauen und Kinder betrifft. Information ist wirklich die Grundlage für alles. Und es erlaubte mir, meine politischen Rechte hier zu leben zu dieser Zeit, dank dieser Information. Und es ist nicht so einfach, die richtigen Informationen zu bekommen. Nicht alle öffentlichen Beamten wurden auch richtig geschult, um die Informationen richtig weiterzugeben, effizient und rechtzeitig. Die Systeme müssen erst entwickelt werden, um es Institutionen zu erlauben, vor allem öffentlichen Informationen, diese Informationen zu verbreiten und den öffentlichen Zugang hier zu gewährleisten. Ich freue mich sehr, mehr Erfahrung zu teilen aus Namibia. Und wie es unser Kontext aussieht um digitale Gerechtigkeit und wie das wirklich die soziale Gerechtigkeit beeinflusst. Einkommensschwache Länder haben natürlich auch einen niedrigen Prozentpunkt, was jetzt das wirtschaftliche Wachstum betrifft. Ich glaube, es ist richtig, vor allem in Ländern wie mit geringeren und mittleren Einkommen. Diese Länder haben damals eine sehr junge Bevölkerung. Namibia hat ungefähr 60% an jugendlicher Bevölkerung. Und Jugendliche und junge Menschen informieren sich mehr für ICT, für den Zugang zu digitalen Medien. Und es ist wichtig, dass sie den Zugang zu Menschenrechten, zu wirtschaftlichen Möglichkeiten bekommen. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist ein wichtiges Thema. Und es ist sehr wichtig, hier diesen Zugang zu dieser Information Bill, zu diesem Gesetzesvorlage eben zu geben.
Vielen, vielen Dank. Thank you, Honorable Theophilus. I want to say. Okay, zunächst mal möchte ich sagen, dass die wir als YWCA, wir hier die verschiedenen weiblichen Politikerinnen auch verfolgen. Und es ist schön, dass Sie so inspiriert hier reden für die Zukunft Namibias und die Klarheit auch Ihrer Überzeugung. Es ist wirklich ein Vergnügen, Sie heute sprechen zu hören. Wenn man über diese Vergangenheit spricht und auch die Geister, die uns weiterverfolgen, der Apartheid, und wenn Sie dann auch sprechen über die Chancen und Herausforderungen, haben Sie uns wirklich, uns allen hier in diesem Symposium, ein klares Bild gezeichnet davon, was in Namibia vorgeht. Ich wünsche Ihnen wirklich viel Glück bei diesem Gesetz zum Zugang zu Informationen im Parlament. Und wirklich, ich beglückwünsche Sie dazu, dass Sie zu so einer führenden politischen Persönlichkeit in Ihrem Land sind. Vielen Dank nochmal. Jetzt haben wir Herrn Goran Buldjoski. Er wird sprechen über den öffentlichen Raum in Europa. Im Video haben wir etwas gehört über das Konzept des freien Flusses von Informationen. Und was ich mit Herrn Buldjoski teilen möchte, bevor ich ihn etwas besser vorstelle, als ich Anfang 20 war, so alt wie die Ehrwerte Theodophilus, war ich in den USA tätig, und zwar mit Open Societies, mit dieser Stiftung. Und es war, wirklich eine relevante und wirkungsvolle Arbeit. Bin wirklich froh, Herrn Goran Buldjoski hier vorzustellen dürfen, der Leiter des Berliner Büros der Open Society Foundations und der Open Society Initiative for Europe. Zu den Fachgebieten von Buldjoski gehören demokratischer Übergang, Zivilgesellschaft, Bürgerbeteiligung und effektive Regierung in Europa, insbesondere in Mittel- und Osteuropa und auf dem Westbalkan. Veröffentlichungen über Demokratie, Thinktanks, politikrelevante Themen, Demokratie und so weiter geschrieben. Er ist Mitglied des European Council of Foreign Relations. Herzlichen Dank, Herr Buldjoski, dass Sie heute bei uns sind. Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend. Viele von Ihnen befinden sich in verschiedenen Zeitzonen. Es ist ein Vergnügen, Sie hier dabei zu haben. Und das Thema ist wichtig, nicht nur, weil ich von Open Society Foundations komme, die ist auch bekannt. Unser Gründer ist im Mittelpunkt so vieler Verschwörungstheorien und so viel, was wir als Gefahr des Internets sehen. Ich werde nicht darüber sprechen, doch unsere tägliche Arbeit hängt wirklich viel mit diesen Themen zusammen. Was wichtig ist bei einer Konferenz wie dieser, ist, dass Leute zusammenkommen, die Fachleute sind, und andere, die keine Fachleute sind. Und das ist wirklich wichtig, um auch hier einen digitalen und auch Offline-Raum zu schaffen. Denn wenn so viele der Kräfte, über die wir sprechen, unkontrolliert weiter aktiv sind, dann riskieren wir, dass wir die Werte unseres Lebens und unserer Gemeinschaften verlieren. Und diese Diskussion möchte ich nicht den Ingenieuren überlassen. Ich bin selber Ingenieur, aber ich habe da ein bisschen anderen Standpunkt. Zweitens, gestern haben wir viele interessante und stimulierende Inputs gehabt. Und Frau Überschar hat hier auch gesprochen über verschiedene Herausforderungen, die sie dargestellt hat. Frau Green hat gesprochen über die dunkle Seite der künstlichen Intelligenz, wo auch das Militär oft hinter unserem Rücken handelt. Sarah Makarios hat gesprochen über die Vorurteile. Viel von unserer
Arbeit betrifft, künstliche Intelligenz und wie man hier Gleichgewichte schaffen kann, besonders gegenüber Frauen und farbigen Menschen. Auch Bischof Bedford Strom hat gesprochen darüber, was getan werden kann. Ich möchte hierüber darauf auch eingehen, aber zunächst möchte ich darüber sprechen, was neulich mir passiert ist mit einem Freund hier in Berlin, der sich mit digitaler Kommunikation befasst. Ich habe ihm davon erzählt, über den großen Stolz, wie man hier immer stolz klickt, auf diese Cookies verwalten klickt. Und er lächelte nur und sagte: Gehörst du zu diesen 1-5% der Bevölkerung, die sich wirklich um ihren Datenschutz kümmern? Und er sagte auch noch: Naja, mein Job wäre sehr anders, wenn das andersrum wäre. Ich werde darauf nochmal zurückkommen, auf dieses Klicken auf diese Cookie-Einstellungen und was wir hier dem Internet geben und was wir wiederbekommen. Aber ich möchte mich konzentrieren zunächst auf die Art, wie wir uns unseren öffentlichen digitalen Raum neu vorstellen können. Wir sind über den Punkt heraus, wo wir uns es leisten können, das uns nicht neu vorzustellen. Ich möchte hier auf Individuen eingehen, auf Philanthropen und Regierungen, was diese Akteure tun können. Die Bedrohungen wurden gestern sehr verständlich dargelegt. Ich werde das kurz durchgehen. Es ist eine große Herausforderung, dass unsere Grundrechte und Menschenrechtsnormen bedroht werden durch diese unkontrollierten Mächte. Diese unkontrollierte digitale Macht kann auch unsere Governance-Systeme vernichten, denn die Unternehmen sind viel mächtiger als viele Regierungen in dieser Welt. Stellen Sie sich vor, wenn Sie sagen, hier ist ein Platz, ein physischer Platz, oder Tiergarten, wo man hier spazieren gehen kann. Stellen Sie sich mal vor, dass Google das übernimmt. Und ich gebe Informationen und über alles, was ich trage, bevor ich den Park betrete. Und das ist ein bisschen das, was wir tun, wenn wir in den Cyberspace eintreten. Und last but not least, der Cyberspace ist nicht das Versprechen eines positiven, kreativen Raums. Es ist auch und sehr stark ein Ort geopolitischer Bedrohungen und Kriege. Und meine Arbeit, in unserer Arbeit, fördern wir so viele Organisationen, die aus Osteuropa kommen, die versuchen, hier eine großartige Desinformation zu bekämpfen, die regulär stattfindet, regelmäßig stattfindet, mit Trollfarms und so weiter. Aber vor allem vor und während Wahlen findet das wirklich hart, sehr stark statt. Und das bedroht und vernichtet sogar auch unsere Demokratie. Was tun wir? Zunächst einmal glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Vision einer menschenzentrierten digitalen Raums auf der Grundlage von Grundrechten und Solidarität möglich ist. Ich würde auch noch weitergehen. Die Zukunft der Menschenrechte wird sich so lösen, wie wir es digital erleben. Denn so wie wir diesen Raum regulieren und reglementieren, er wird immer mehr unser Leben bestimmen. Und unausweichlich wird es auch den Offline-Raum beeinflussen. Es gibt drei Elemente bei unserer Aktion. Eins ist die Regulierung, Reglementierung. Das zweite ist Zugang. Und das dritte ist vielleicht auf sehr individueller Ebene Widerstand gegenüber dem Überwachungskapitalismus, wo Individuen sich selbst schützen und ihre Gemeinschaft schützen können. Die Frage zur Reglementierung. Wir sind in Europa. Die Europäische Union ist stolz auf den dritten Weg des Digitalen. Nächstes Jahr wird wirklich wichtig sein diesbezüglich. Wenn alles läuft wie vorgesehen, werden wir die umfassendste Reglementierung in der Welt haben, und zwar diese Gesetze zum digitalen Raum. Und hier müssen verschiedene Kontrollen eingeführt werden und Kontrollen von Unternehmen und Regierungen. Es gibt so viel, das getan werden kann. Das ist nur eine sehr kurze Liste hier. Wir haben sehr viel gesprochen über Werbung und wie das gestoppt werden kann.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Einkaufszentrum und es gibt 2 Kameras und mindestens 10 Sensoren auf Ihren Fingern und 2 oder 3 Sensoren auf Ihren Augen. Das passiert, wenn man sich im Internet bewegt. Wenn das in einem physischen Raum passieren würde, würde man niemals in diesen Laden reingehen. Aber im Internet geht man überall rein. Und auch wieder rein. Nicht nur das, auch die Daten, die erfasst werden zu uns, die kennen unsere Wahl und unsere Vorlieben besser als wir selbst. Und das kann zu nichts Gutem führen, denn das gibt so viel Macht in die Hände von wenigen. Erfassung von personenbezogenen Daten, die wir hinterlassen. Dunkle Muster, wo die Unternehmen nicht nur diese Daten erfassen, sondern die auch weiterverwenden. Das ist ein bisschen wie, als wenn man die nächste Schokolade noch mal öfter isst. Diese Data Bytes. Und dann, was wir auch damit tun. Und wenn wir über Unternehmen nachdenken, wenn sie in einer anderen Branche arbeiten würden, auch in der dreckigsten, dann würden sie vermutlich strafrechtlich verfolgt werden, weil es ständig zu Interessenskonflikten kommt. In diesem digitalen Raum haben wir verschiedene Konstellationen. Zugang zu Behörden. Wir haben ein gutes Beispiel Anfang des Jahres, als es eine Neuregelung bei WhatsApp gab. Und man konnte man konnte hier bei den Downloads nachsehen, so viele Personen hatten Angst vor diesen Datenschutzregelungen. Deshalb sind viele zu Telegram übergewandert. Gestern hat der Bischof gesprochen über Public Avenues. Wir müssen wirklich solche Avenues schaffen. Und es wird viel Gelächter geben. Der Markt wird sagen, niemand wird zu euch kommen und das wird erfolglos bleiben. Aber ich bin alt genug, mich noch zu erinnern an eine Plattform MySpace. Vermutlich kennen das die meisten von Ihnen nicht mehr, aber MySpace gab es viel eher als Facebook und es existierte. Und ich dachte, das wird es für immer geben. Das ist eine nichts gegen Facebook oder Google oder was, aber wenn wir uns erwarten, dass auch Umwälzungen passieren, dann müssen wir auch ein neues Angebot haben. Es gibt so viele verschiedene Angebote. Und nur 4% der Websites sind online oder findet man, wenn man bei Google sucht. Das heißt, man braucht hier nur weiterzumachen. Und in Europa kann dieser Boost auch mit öffentlichem Geld stattfinden. Und wir sollten hier nicht neoliberalen Widerstand leisten. Und apropos Widerstand, ich möchte hier noch sprechen von der Macht des Individuums und was wir tun können. Also für die Vorstellungskraft. Stellen Sie sich vor, dass jeder 5. Christ auf der Welt einen Tag lang nicht Facebook benutzt. Das sind 400 Millionen und das ist so viel wie das drittgrößte Land auf dem Planeten Erde, nur einen Tag oder stellen Sie sich vor, eine Woche. Wir brauchen hier keine öffentliche Revolution hier loszutreten. Ich möchte nur, dass Sie sich vorstellen, welche Macht dieses Signal hätte. Und man würde sagen, Moment mal, die Werte, die man hier fördert, das sind nicht die Werte, für die ich stehe. Und es gibt so viele verschiedene Beispiele diesbezüglich. Und geht hier nicht um Revolutionen. Weil, wie auch schon viele andere Sprecher gesagt haben, ist ja auch um Bewusstsein zu schaffen und zu sensibilisieren. Oder andere Download-Apps auch. Stellen Sie sich vor, wenn man das hier über VPN macht und nicht unbedingt über irgendwelche Apps, wo man alle Rechte abgibt an die Apps. Es gibt so viel, was wir tun können. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Cookies und die Cookies verwalten Buttons, wenn Sie irgendwas von diesen 10,5 Minuten hier sich erinnern, dann bitte klicken Sie auf diesen Verwaltungsbutton für die Cookies. Wenn Sie in Europa sind, tun Sie das auf jeden Fall. Wenn Sie außerhalb von Europa sind, dann können Sie einen europäischen VPN bekommen und das ebenso machen wie die Europäer. Und wenn Sie außerhalb von Europa sich befinden, dann ist die Reglementierung auch ein Schlüsselthema. Aber bitte das nicht vergessen.
Schiedsrichter gewinnen das Spiel nicht, gewinnen nie ein Fußballspiel. Und es gibt natürlich auch Spieler auf dem Spielfeld. Und diese Spieler sind vielleicht die kleineren Apps, die Non-Profit-Apps, die vielleicht mehr Unterstützung brauchen oder Leute mit guten Ideen, die hier den öffentlichen Raum nutzen können. Vielen Dank und ich freue mich auf das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Optimismus. Das ist nicht wirklich das, was ich erwartet habe, der Optimismus, wie wir die öffentlichen Räume wieder uns vorstellen können und die digitale Macht. Und vielen Dank auch für die spezifischen Empfehlungen für uns Individuen. Und ich war auch sehr beeindruckt von Theophilus hat eher über Gesetze und Systeme gesprochen, über den Wert. Und jetzt haben wir eher etwas über individuelle Macht gehört, wie Individuen hier versuchen, hier sich durchzusetzen und eine Art Macht hier auch zu erreichen. Die europäische Aussicht und auch spezifische namibische, aus Namibia, die Aussicht wurde hier mit uns geteilt. Aus verschiedenen Blickwinkeln wurde hier die Situation beleuchtet, dieses digitalen Zeitalters und öffentlichen Räumen. Und jetzt hören wir Frederik, Dr. Frederik von Oschut. Sie wird antworten von einem wichtigen theologischen Standpunkt aus gesehen. Herr Buldjowski hat über diesen Bruch im digitalen Raum gesprochen und auch für uns in der theologischen und ökumenischen Gemeinschaft. Friederike, nach ihr wird dann die Diskussion eröffnet werden und ich möchte Sie bitten, hier in den Chat Ihre Fragen zu schreiben, eben auch auf dem Livestream. Bitte schön, Friederike. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für diese so interessanten Beiträge. Ich möchte mich nur ganz kurz einigen Punkten widmen, meinen eigenen Gedanken aus theologischer Sicht darlegen. Ich möchte hier 5 Statements darlegen, ganz kurz und prägnant. Zuerst, die digitalen öffentlichen Räume werden oft von Plattformenwirtschaft geleitet. Wir haben sehr viel davon gehört, auch Gordon Buldjowski hat darüber gesprochen. Ich möchte jetzt etwas kurz dazu sagen, selbstkritische Fragen aufwerfen. Denken wir wirklich, dass diese Strukturen, wenn wir unsere eigene Botschaft als Kirchen hinaussenden, erinnern wir uns, dass dieses System nicht nur ein Problem für andere Nutzer ist, sondern unser Problem. Unser Problem. Wenn wir kommerzielle Plattformen für Kirchenarbeit verwenden, so werden hier Daten von uns und von den Menschen, die wir erreichen möchten, hier weitergegeben. Doran Buldjowski hat schon über Alternativen gesprochen und es gibt Alternativen. Und ich möchte auch die Kirche ermutigen, über Alternativen nachzudenken. Wo können wir unsere eigenen Plattformen entwickeln? Alternative Plattformen, welche können verwendet werden, die dann die Lösung darstellen könnten? Zweitens, ist ganz kurz, das Medium ist die Botschaft. Das ist eine alte These von Marshall McLuhan. Und das erinnert uns daran, dass die Plätze und die Kanäle, die Medien, in denen wir sprechen, nicht nur unseren Inhalt formen, sondern sie sind unser Inhalt. Emma Theophilus hat schon die digitale Kluft gesehen. Wir müssen Acht geben, dass wir digitalen Raum in der Kirche auch verwenden, die viele Menschen ausschließen. Was bedeutet das jetzt? Das Medium ist die Botschaft, wenn wir über digitalen öffentlichen Räume sprechen.
In Theologie sprechen wir gerne über öffentliche Theologie, wenn es um die Rolle der Kirche geht. Aber was ist jetzt diese Theologie, wenn sie in den digitalen Raum übertritt? Und drittens, ein drittes Statement, die öffentliche Theologie in digitalen Räumen ist eine Theologie der Zeugnisse, eng verbunden mit der Identität, auch für theologische Gründe. Digitale Räume sind bestens fokussiert auf die Partizipation, auf die Teilnahme. Das ist wichtig für soziale Netzwerke. Es wird moderiert, geteilt und zusätzlich auch Verbindungen zwischen den Kontinenten geschaffen. Ich bin und der Identität, ich bin, was ich gerne bin. Dieses digitale Selbst hat auch, ist auch sehr wichtig hier für die Verbindungen. Wir haben hier privaten Inhalt und auch eine öffentliche Debatte. Es gibt also keine strikte Teilung zwischen privat und öffentlich. Und das ist überraschend. Dieses Muster in Theologie kennen wir sehr gut. Im Zusammenhang zwischen dem Inhalt und der Identität ist ähnlich das Konzept des Zeugnisses, das wir auch in dem Testament, im Alten Testament gesehen haben. Und wenn wir über Gospel sprechen, so sprechen wir immer über uns selbst, über unser Verstehen. Alles gut, die öffentliche Theologie für mich ist eine Theologie des Zeugnisses. Öffentliche Theologie als Theologie des Zeugnisses zu verstehen, hat zwei wichtige Konsequenzen. Zuerst, Zeugnis ist immer hier an Kontext gebunden. Aus theologischen Gründen können nicht so selbstkritisch sein. Das war jetzt ein Zitat von einem brasilianischen Autor. Und das ist ein viertes Statement. Öffentliche Theologie in digitalen, Theologie in digitalen Räumen. Ich möchte hier das als eine Theologie des Bürgers darstellen. Es ist wichtig, hier eine teilhaberische, öffentliche Theologie zu verwirklichen. Interferenzen, also auch Interaktion und Debatten sollen hier interaktiv gestaltet werden. Und das ist das, was auch theologische Debatten sollen das sein in dieser Zeit. Gemeinsam mit einigen Freunden habe ich diese Art von Theologie eine Bürgertheologie genannt. Ein neuer Begriff vielleicht. Wir haben eine Plattform aufgebaut dafür. Das wurde ein Raum für die Zusammenarbeit. Über theologische Themen wurde sehr oft von jungen Menschen genutzt. Theologische Themen über Religion nachdenken. Ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Räumen, öffentliche Räumen, von den Menschen, auch aus verschiedenen Winkeln der Gesellschaft. Das soll auch wirklich dann zur Teilnahme anregen, der Bürger, eine Theologie der Bürger sozusagen. Ein letztes Punkt, den Goran angesprochen hat, er hat über das Bedürfnis der Neuerfindung des digitalen Räumes gesprochen. Ich möchte das ein bisschen weiter treiben, ein bisschen theologischer sehen. Ich sehe hier größere Aufgaben, auch für die öffentliche Theologie, in der Identifizierung und der Kritik der sozialen Vorstellung. Dieses digitalen Bruch, das ist mein fünfter, diese Wiedererfindung der digitalen Räume und der digitalen Transformation selbst. Ich möchte es ein bisschen klären und klarstellen. Digitalen Technologien hängen immer mehr ab von der impliziten Vorstellung, der Geschichte, die etwas darüber erzählt. Was ist das Digitale? Wenn man eine lange Tradition folgt, der Vorstellung in der christlichen Tradition, so gibt es hier wird hier der eschatologische Horizont enthüllt, der digitalen Veränderungen. Man kann fragen, was versprechen diese digitalen Unternehmen?
wohin diese Versprechen der Rettung, der künstlichen Intelligenz, all diese Themen, die hier aufgeworfen werden, die ethische Debatte über digitale Technologie. Und das ist eine weitere Schicht zu unserer eigenen theologischen Denken. Und diese Vorstellung zu sehen und sie zu kritisieren, ist hier sehr, sehr fundamental und ist eine wichtige Aufgabe für Theologie und für die Kirche in digitalen Räumen. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Friederike. Du bist die dritte Sprecherin, die ähnlichen Optimismus zeigt in Bezug auf öffentliche Theologie. Danke für diesen Beitrag, dass Sie uns hier diese Themen aus einem anderen Gesichtspunkt beleuchtet haben. Es gibt hier viel zu betrachten und zu beurteilen. Wir haben jetzt Zeit, uns hier darauf zu konzentrieren, in Bezug auch auf Fragen, die kommen von den Teilnehmern dieses Symposiums. Diese Session endet spätestens um 10.35 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir beginnen mit einer Frage von Herrn Fidon Goran Boldiowski. Welche Art von Zivilgesellschaft könnte den öffentlichen Raum fordern? Wo sollten Sie Ihre Energie hinlenken? Der Sprecher ist leider schlecht zu verstehen. Das Mikrofon scheint ausgeschaltet zu sein. Denn zum Beispiel in Deutschland ist das Feld sehr reich bestückt, in einigen anderen europäischen Ländern vermutlich ähnlich, aber im Prinzip gibt es hier technisch versierte Personen. Es gibt sehr viele Black Boxes, schwarze Kästen. Wir wissen nicht, was drinnen passiert. Und es besteht Bedarf, hier technologisches Verständnis zu haben. Das ist eine Gruppe von Organisationen. Und im Bereich der Philanthropie versuchen wir auch hier diese Organisationen zu unterstützen. Aber diese Organisationen können nicht allein tätig sein. Auch wenn wir hier eine Reglementierung bekommen, von der ich gesprochen habe, diese Reglementierung muss zum Leben erweckt werden und muss nicht nur aufgedrängt werden, sondern muss zu einer Lebensart werden. Und dazu braucht man wirklich Bündnisse von großen Organisationen und breit aufgestellten Organisationen. Deshalb habe ich auch gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man spricht, auch wie in einem Rahmen wie diesem, wenn man zum Beispiel auch den Weltkirchenrat bedenkt. Natürlich ist das nur ein Thema, was auf der Tagesordnung steht, aber wir spezialisieren uns jetzt nicht darauf. Es ist wirklich wichtig, dass es nicht nur auf der Tagesordnung steht, sondern wer sind unsere Partner, mit wem arbeiten wir zusammen? Das ist auch in unserem Interesse, dass einige von diesen Reglementierungen verändert werden. Und wir brauchen, wie können wir diesen Wandel vorantreiben? Und es geht wirklich um richtig breit aufgestellte Bündnisse und diese Bündnisse nicht nur in der Zivilgesellschaft. Zum Beispiel vergessen wir nicht, ich habe auch über Ingenieure und so weiter gesprochen, nicht nur Menschen haben Glauben oder haben Werte. Das würde wirklich kompatibel mit den Werten der Internetunternehmen heute. Es gibt sehr viele Modelle in der Welt, wo einige dieser Ingenieure der Zivilgesellschaft helfen, dabei zu verstehen, was passiert. Einige sind Whistleblower, die diese Technologien aufzeigen. Man muss in diese Bündnisse eintreten und vergessen wir auch nicht die Macht der Regierungen. Ich habe auch vorhin gesprochen davon, dass viele Regierungen, vor allem in kleineren Ländern, nicht so viel Macht verfügen. Doch sie haben immer noch die Regierungsmacht in dieser Welt und viel Innovation und auch mutige Schritte in kleineren Bereichen, wie zum Beispiel Dienstleistungen auf die Beine bringen und so weiter.
Und ich glaube, alle von uns, Individuen, Philanthropen und so weiter, Regierungen können hier viel bewirken. Und nochmal, nicht die Software benutzen, die den Markt heute dominieren, das wird dazu führen, dass sie auch nicht nur das Geld verdienen, sondern auch hier ein bisschen das öffentliche Wohl vorantreiben sollen. Und in einer Sphäre, in einem Raum, der nicht immer kontrolliert ist. Und es geht hier nicht nur um Profite. Thank you, Mr. Bulyowski. Vielen Dank, Herr Bulyowski. Dann eine Frage für Frau Theophilus. Die Windhoek-Erklärung für Pressefreiheit in Afrika. Gibt es eine neue Windhoek-Erklärung für digitale Freiheit? Können wir darauf warten? Vielen Dank für die Frage. Wir haben eine neue Erklärung angenommen, und zwar in Bezug auf einige Themen, über die wir heute sprechen, aber nicht nur die digitalen Räume. Wir sind dabei als Land, nicht notwendigerweise als Angebot für die Welt. Wir sehen uns hier an, wir planen Gesetzgebung zur Cybersecurity und zum Schutz unserer Bürger in Bezug auf Themen wie Datenschutz und Verwendung personenbezogener Daten. Ja, und bei der Übergabe des Weltpressefreiheitstages an das nächste Ausrichtungsland am Ende des Jahres wird das Teil der Diskussion sein, wie dieses Land dieses Thema weiterführen kann in Bezug auch auf digitale Räume. Vielen Dank nochmal. Danke. Sie haben gesprochen von 6 von 10 Bürgern in Namibia. Was ist Ihre Strategie hier, um diese Personen einzubinden in die Vision, die sie vorantreiben? Ja, zum Beispiel haben wir einige parallele Dinge laufen. Zunächst einmal möchten wir einen Jugend-Think-Tank zusammenstellen. Es muss auch bedacht werden, dass die Bevölkerung sehr jung ist. Junge Menschen sollen das die Zukunft formen und sehen, wie sie aussehen soll. Zweitens haben wir kürzlich Stellen ausgeschrieben für die Teilnahme an einem Ausschuss für elektronische Systeme. Und das wird ein Beratungsbeirat für das Ministerium sein in Bezug auf zukünftige Gesetzgebung, in Bezug auf elektronische Systeme im Land. Und zuletzt arbeiten wir mit der Interparlamentarischen Union in unserem nationalen Parlament in Bezug auf eine digitale Jugendkonferenz. Und hier sollen die jungen Leute ihre politischen Rechte ausüben im Bereich der Digitalisierung und im Bereich von Systemen, sodass junge Leute nicht hier aus dem Entscheidungsfindungsprozess ausgeschlossen werden. Entscheidungen finden in der wirklichen Welt statt, nicht unbedingt in digitalen Räumen. Und junge Leute sind im digitalen Raum unterwegs. Und hier muss man hier diese Verbindung herstellen zwischen der Entscheidungsfindung und die Bevölkerung anzusprechen, die diese Entscheidungen auch beeinflussen sollte in den digitalen Räumen. Das ist wirklich eine Herausforderung, eine Chance. Und das ist leichter gesagt als getan manchmal. Nächste Frage an Friederike. Einer der Teilnehmer hat gesagt, vielen Dank. Ich bin einverstanden, dass die öffentliche Theologie eine Theologie des Zeugnisses ist, mit Betonung auf Bürgertheologie. Möchte der Teilnehmer wissen, welches die Spannung ist zwischen dieser alternativen Angebot an Plattformen. Vielleicht gibt es hier einen alternativen Ansatz. Das heißt, bestehende Plattformen, aber vielleicht
geht es nicht so sehr um neue Plattformen, sondern vielleicht um die Plattformen, die wir bereits haben für das Zeugnis hier. Sind die auch nützlich hier für diese Plattformen? Ja, vielen Dank. Ich habe hier eine ähnliche Frage schon im Chat gesehen. Ich würde sagen, wir brauchen beide. Und mir gefällt dieses Bild von Goran Buldjovski. Wir brauchen hier Reglementierungen. Aber es ist ein bisschen eine doppelte Strategie, würde ich sagen. Und ich glaube, wir brauchen auch kleinere Plattformen, um hier Nischen zu finden, in die wir passen können. Und hier können wir auch diese Kirchentheologie zusammenbringen. Und wir müssen auch Plattformen verbinden mit unseren Plattformen und hier die verschiedenen Themen verbinden. Wir müssen unsere Grenzen aber auch kennen. Wir können versuchen, hier die Reglementierungen zu beeinflussen, auf nationalem Level auch. Und wir schätzen das auch sehr. Gleichzeitig müssen wir aber auch unsere eigene Plattform aufbauen. Und das befähigt uns auch, eine Medienstruktur zu haben für das, was wir wirklich tun möchten. Deshalb glaube ich, das ist der beste Ansatz derzeit, diese beiden zu kombinieren. So just a follow-up question to that. What are your reflections as you observe how populist movements use the current digital platforms to their benefit, to their purpose, and any lessons learned? And maybe after you answer that follow-up question, I'd like to hear a similar response from both of the other speakers. Again, how populist movements use current digital platforms. Wie können populistische Bewegungen, die momentan digitalen Plattformen verwenden? Eine Frage für Friederike oder auch für... Ja, okay, das ist eine schwierige, lange natürlich. Es ist irgendwie die schlimmste Seite der sozialen Netzwerke. Der Fokus auf Emotionen, auf diese Voreingenommenheit, wie sie Erfolg haben sozusagen, auf den Strukturen, auf den Algorithmus der Plattformen. Das ist eine sehr, sehr schwierige, ein komplexes Problem. Ja, wir dürfen nicht in die gleiche Falle tappen, sondern wir müssen natürlich, wir dürfen auch nicht die Aufmerksamkeit, also müssen wir darauf lenken. Ich möchte etwas unterstreichen, der Grundprobleme der Strukturen der meisten kommerziellen Plattformen, die emotionalen Diskurse und diese Voreingenommenheit. Und ich bin jetzt sehr interessiert, was Goran Buldjovski dazu sagen könnte. Ja, danke. Goran, vielleicht möchten Sie etwas dazu sagen. Es ist wirklich ein weitläufiges Thema. Die Regeln in diesem Bereich. Ja, ich kann mich ja gar nicht mehr zurückhalten und möchte vor Begeisterung, ich möchte etwas dazu sagen und ein Beispiel geben. Google. Es werden hier 86% zum Beispiel von Google der zur Verfügung gestellt. Oder was auch in der Covid-19, es gibt ja Desinformation. 65% ist verantwortlich für Facebook ist verantwortlich für 65% für diese Falschinformationen. Es gibt Verschwörungstheorien, 15 Millionen Mal. Es sind ja wirklich hier unglaubliche Zahlen, die hier gegeben werden können. Sie waren vielleicht überrascht, weil ich optimistisch war. Aber wir wissen natürlich jetzt vom gesetzlichen Standpunkt her, dass das ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Es ist egal, wenn jemand am Internet
aufschreit und dann Aufmerksamkeit bekommt. Und das kann wieder sich in Klicks umsetzen und dann wieder in Geld, in Dollars. Das ist meistens unversteuert. Und dann ist es ein guter Business, ein gutes Geschäft natürlich. Ist es eine gute Gesellschaft? Natürlich nicht. Es ist wichtig, dass man das weiß, dass man sich dessen bewusst ist. Und gestern gab es einen Bezugspunkt zu einem Seminar über Kapitalismus. Wir haben gesehen, wie schaffen es diese Unternehmen, die ihr Geld verdienen oder weitere Geschäftsmodelle, die sie verwenden können, um hier eben nicht Lügen zu vervielfachen. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist wirklich ein großes Problem, denn alle dieser Unternehmen beanspruchen die Wahrheit für sich. Das war eine Zeitung und es wurde verantwortlich gemacht. Ich sage nicht, dass wir sie als Zeitungen behandeln sollen, sondern als Service-Dienstleister, die sagen, ja, tut mir leid, ich bin populär und deshalb hat jemand hier im Raum oft geklickt und vielfach geklickt. Nein, das ist absolut nicht die Vorgangsweise, die richtige. Es gibt auch Unternehmen, die Geld machen, nicht mit diesem Geschäftsmodell. Was wir sollten auch darüber nachdenken, wie viele dieser Ansätze sich wirklich in öffentliche Dienstleistungen umformen. Es gab ein großes Problem, zum Beispiel, gestern gab es einen Hinweis auf die Gespräche auf die USA, wie Diskrimination von Schwarzen im Gefängnis. Das Gleiche gilt für die Polizei. Die Datenbasis, die sich basiert auf weiße Menschen, weiße Gesichter, ist es ganz klar, dass diese Datenbasis voreingenommen ist gegen andere. Alle Datenbasis enthalten Daten und mehr Daten, dass die kodiert ist. Und so ist es wirklich kein Wunder, dass Polizeibeamte in einigen Ländern wie in Frankreich und in Großbritannien andere oder farbige sind ein zehnfach höheres Risiko, auf der Straße angehalten zu werden von Polizeibeamten. Und stellen Sie sich vor, LinkedIn zum Beispiel mit den algorithmischen Suche nach Arbeit. Wenn man Mohammed heißt, so kann dort ein Algorithmus sein, der sofort alle Bewerbungen, die einfach ablehnt. Das sind Menschen, das sind die Menschen, die kontrollieren. Und dann kommt die künstliche Intelligenz. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, um das zu verstehen, sollen wir nicht nur Grenzen setzen für die Gesetze, aber die Gesetze allein helfen nicht. Es ist wichtig, dass wir uns selbst, dass wir sagen, Moment, lass mich nachdenken. Ich fühle, dass das nicht richtig ist. Und ich spreche jetzt wieder aus meiner eigenen Erfahrung in diesem, wie wir selbst also auch Hass unterliegen, wer von einem jüdischen Hintergrund kommt, wie viele Verschwörungstheorien es dort gibt. Und einige dieser Dinge sind eben wirklich diskriminierend. Viele Menschen haben hier diese öffentlichen Räume verlassen, weil sie eben verfolgt wurden online und beleidigt wurden. Und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Aufmerksamkeit zu lenken. Auch kleine Siege sind sehr wichtig, dass es eben einen Wandel geben kann. Das Geschäftsmodell, unser eigenes Verhalten und dann die gesetzliche Rahmen. Und sowohl für Unternehmen als auch für Individuen. Und dann darüber nachdenken, was kann eben diesen digitalen Raum Schaden zufügen. Sie würden im Offline-Raum nie etwas Ähnliches tun. Das sind vielleicht drei wichtige Punkte, die ich jetzt hier auflisten möchte. Und glauben Sie mir, es wäre nicht nur wirklich erfolgreich, sondern es sind Beispiele, wo die Populisten hier nicht die Aufmerksamkeit bekommen hätten in ganz Europa, weil ihre Nachricht eben nicht vervielfacht wird, ihre Botschaft.
Vielen, vielen Dank. Herr Würde Theophilus, wie sieht es aus mit den populistischen Bewegungen und den digitalen Räumen, den Zugang zur Information? Was würden Sie sagen dazu? Zur Möglichkeit der Gefahren und den populistischen Bewegungen. Ja, absolut. Die zwei Sprecher vor mir haben ganz klare Aussagen dazu getroffen. Es muss hier Verantwortlichkeit geben. Verantwortung, das ist ganz wichtig. Rechenschaft muss hier abgelegt werden. Ist das jetzt vom Staat her oder von Gemeinschaften oder von Konsumenten, gewisse Unternehmen? Und besonders bei unserer Erfahrung in der Pandemie, und ich spreche aus dieser Erfahrung, denn mein Ministerium hatte die Aufgabe eben der Kommunikation um Covid-19. Und wir hatten eine sehr schwierige Zeit zu durchstehen. Die Verschwörungstheorien mussten entkräftet werden. Die Medizinen, es ging um die medizinischen Mittel. Einige Leute haben ihre Leben verloren. Und all das führt auch zu den populistischen Bewegungen, ganz besonders in einem Raum, wo man mit einem Klick Millionen von Menschen erreichen kann. Es geht hier um Rechenschaft, um Verantwortung im gesetzlichen Rahmen und auch um Information. Menschen müssen wissen, sie brauchen authentische Information, verifizierte Information, und sie müssen auch selbst ihr Urteil bilden und nicht ein anderes von anderen Menschen, Leuten. Und die Algorithmen, die von Menschen programmiert werden, künstliche Intelligenz kann automatisch sein, aber sie steht unter der menschlichen Kontrolle. Und Vertreter in der Regierung, es muss hier die Verantwortung auf die Eigentümer auf der anderen Seite überschrieben werden. Und das kann ein sehr wichtiger Punkt sein für das Echo auch in der Gesellschaft. Und einiges kann sehr schädlich sein für uns. Also ich kann nur damit übereinstimmen. Vielen Dank. So through the presentations and discussions, während der Präsentationen, Diskussionen, wir haben über Algorithmen gesprochen und es ist wirklich ein Bedürfnis für Rechenschaftsablegung, für die Verantwortlichkeit. Die Führungsfunktion, die Leaders, die Dolmetscherin entschuldigt sich, aber die Tonqualität der Sprecherin ist momentan schlecht. In diesen öffentlichen Räumen sind das hier, wie gesagt, sehr wichtige Fragen. Und der öffentliche Raum ist dann eben genau der Raum, wo auch dann Punkte wie Menschenrechte wichtig werden. Vielleicht können wir eine Frage beantworten: Wie kann eine Koalition zwischen akademischer Forschung, Theologie, ziviler Gesellschaft, Organisationen, Kirchen und Politiker aussehen? Und ich möchte jetzt das Wort übergeben an Herrn Goran Bolioski, sehen, ob er das optimistisch sieht. Friederike, ich entschuldige mich, Friederike. Vielen, vielen Dank. Ich komme aus der akademischen Forschung. Ich denke, das funktioniert sehr gut. Ich arbeite am interdisziplinären Forschungsinstitut und ich bin vielleicht einer privilegierten Situation, auch eine Struktur, eine organisatorische Struktur zur Verfügung zu haben. Was ich sehe, ist, dass die Fragen der Verantwortlichkeit und all diese ethischen Aspekte, es ist, wie gesagt, eine sehr komplexe Frage. Und ich meine, was wir brauchen, ist vielleicht
das eher in das Zentrum zu bringen. Und ich glaube, wir brauchen auch, es gibt auch große Furcht oft, hier wirklich in tiefe technische Details zu gehen. Ich glaube, wir brauchen Experten aus den verschiedenen Gebieten und auch eben in diesem akademischen Bereich zu arbeiten, um uns eben zu befähigen, dass wir hier auch nicht einfach nur ethische Statements, die dann nicht technisch verbunden werden kann, zu machen. Vor allem, was das die Verantwortung betrifft. Es ist oft ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Und auch, wir brauchen hier, wie gesagt, Wissenschaftler, Experten, Meinungen aus allen Gebieten, die auch die Kirchen ermutigen und die anderen Organisationen, um hier wirklich die Fäden zusammenlaufen zu lassen. In den englischsprechenden Gegenden, also in den, bin ich nicht so sicher, aber in Deutschland gibt es eine große Kluft zwischen der Ethik und dem theologischen Verständnis. Dankeschön. Das heißt, man braucht hier eine Art Bündnis, um hier zusammenzuarbeiten. Es gibt da große Chancen, die heute nicht genutzt werden, ja? Frau Theophilus, möchten Sie sagen, wie Sie sich ein Bündnis zwischen wissenschaftlicher Forschung, Theologie und Politik vorstellen? Ich bin mit Friederike einverstanden. Es ist eine große Chance, hier Ressourcen zusammenzuführen, den Raum zu beeinflussen, aber es ist auch wichtig, Aspekte wie Vertretung, Repräsentanz in den Raum zu bringen. Wir benutzen digitale Räume, aber nicht wir haben nicht unbedingt eine Vertretung von denen, die wir als politische Anführer betrachten. Es müssen auch die Ressourcen der Forschung verwendet werden, um hier unsere Realität wiederzuspiegeln. Das ist wirklich ein guter Weg, hier eine gute Art, diese Synergien zu schaffen in diesem Bündnis, um in den digitalen Räumen wiederzuspiegeln, auch worüber wir heute sprechen, auch über Vertretung im Raum. Das heißt, dass wir nicht zurückgelassen werden, wenn es um Betrachtungen zu Ethik, Moral, Vertretung und all solche Themen geht. Und ich glaube, das kann wirklich nützlich sein, wenn man hier die Zukunft gestaltet. Und das ist wirklich eine gute Verbindung hier, die wir schaffen können. Corona hat als Pandemie die Notwendigkeit, diese Themen zu betrachten, beschleunigt. Wir haben jetzt die Chance, das zu tun, um zu sehen, wie wir hier zusammenarbeiten können, um sicherzustellen, dass wir nicht zurückgelassen werden und dass der Einfluss nicht außerhalb unseres Möglichen bleibt. Die Kirche, wissenschaftliche Forscher und so weiter, das ist eine Chance, die wirklich nützlich sein kann, wie wir in der Zukunft die digitalen Räume gestalten werden. Herzlichen Dank. Also, bevor wir weitergehen, möchte ich hier eine Frage stellen zu diesen Bündnissen, die zusammenarbeiten. Wenn Sie als Sie Betrachtungen hier geteilt haben, das sind jetzt nicht Ihre Worte, aber was ich gehört habe, ist, dass dieser digitale Raum, das, was passiert, das geht so schnell vor sich, so wie ein Fingerschnipsen. Also was wir heute wissen, ist nicht das, was wir morgen wissen. Was wir heute diskutieren, ist ein anderer Kontext als nächste Woche. Zum Beispiel habe ich etwas Ähnliches gelesen über Personen, die viele Informationen geteilt haben, staatliche Informationen. Und er ist damit davongekommen. Und als sie diese Daten zu erfassen, er wusste, was passiert. Diese Entwicklung ist so schnell. Also wenn ich diese Idee von einem Bündnis höre zwischen wissenschaftlicher Forschung, Theologie, Zivilgesellschaft, Kirchenpolitik, wenn ich
Was ist das für ein Bündnis? Wie kann das aussehen? Aber wie ist das möglich mit dieser Geschwindigkeit, dass alles sich so schnell bewegt und man so wenig weiß? Wie sieht eine wirksame Koalition da aus? Zunächst einmal, lassen Sie mich etwas nachdenken über diese Schnelligkeit, über diese Geschwindigkeit. Der digitale Raum ist so super schnell und ist einem ständigen Wechsel unterlegen. Aber die größten 5 Unternehmen haben etwas entschleunigt. Und weil sie auch den potenziellen Wettbewerb hätten zerstören können. Deshalb braucht man auch eine Reglementierung, um auch diesen Raum freizuhalten. Wir müssen auch diesen Bruch ermöglichen und fördern. Und manchmal auch zum Nachteil der Aktionäre dieser Unternehmen. Und das ist das Ding. Und derzeit gibt es viele Bereiche, wo das sehr schnell abläuft, aber es gibt auch sehr große Entschleunigungen, zum Beispiel einige soziale Plattformen. Um ein neues Facebook zu schaffen, wäre ein Wunder heutzutage aufgrund der Macht von Facebook. Aber man soll deshalb die Hoffnung nicht verlieren. Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir praktizieren oder umsetzen müssen, was wir sagen oder was wir predigen. Also welche Plattform, was tun wir im Leben als Individuen, als Personen, aber auch als Angestellte oder als Mitglieder einer Gemeinschaft? Wenn man auch manchmal diese Plattformen benutzt, da gibt es manchmal so dunkle Ecken, die man desaktivieren muss. Aber man kann hier Zugriff haben zu demselben Raum, ohne jetzt die Spuren zu hinterlassen. Und man kann trotzdem dieselben Informationen haben. Zunächst einmal, was benutzen wir am Arbeitsplatz und im Privatleben? Zweitens, wir müssen unsere Augen öffnen in Bezug auf das, was in der Gesellschaft passiert. Wenn man hier eine Fake-Gemeinschaft hat mit allen Arten von Leuten. Wir haben etwas gesprochen über die Folgen von Frauenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung oder andere Diskriminierungen. Aber vergessen wir auch nicht, dass diese Plattformen auch unser Sozialgefüge in Klassen aufteilen. Überfahrer, Zustelldienste. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es da einen großen Kampf. In Spanien gibt es endlich ein Gesetz über diese Lieferdienste, wo diese Personen angestellt sein müssen. Aber sehen Sie, was das tut. Sie werden dieselben Angestelltenrechte haben und Chancen haben und den Schutz haben wie alle anderen auch. Aber was interessant ist, dass in der Mittelklasse, in der oberen Mittelklasse, die Rechnung wird weitergegeben werden. Manchmal wird man das gar nicht bemerken, denn Teil dieses Profits wird auch geteilt mit denen, die nicht nur die Reichen, sondern mit der Mittelklasse, denn dann werden diese Lieferservice günstiger werden, zum Beispiel. Oder Uber ist günstiger als ein Taxifahrer, aber zum Nachteil von anderen Menschen, die auch Mitbürger sind und zu denselben Gemeinschaften gehören. Wenn man hier an Bündnisse denkt, dann glaube ich, dass es da ein Potenzial gibt. Einige Bündnisse gibt es bereits. Und ich würde auch weitere Bündnisse fördern mit der Zivilgesellschaft, mit Individuen, mit Unternehmen, mit Politikern und Regierungen. Eins, diese Glaubensgemeinschaften sind unterrepräsentiert. Und wie viel von den Werten, für die wir stehen, werden nicht betont, wenn es um digitale Räume geht. Und ich glaube, da gibt es große Chancen noch, die genutzt werden können. Denn es ist wirklich eine Gemeinschaft, die zu ihren Mitgliedern spricht, aus einer Position der Legitimität. Und ich glaube, da kann noch mehr getan werden. Und auch selbstkritisch kann man das sagen, im Bereich der Zivilgesellschaft. Wir vernachlässigen die Chancen von Bündnissen oft. Das kann ich auch selbstkritisch sagen. Und innerhalb dieser Bündnisse sind vielleicht nicht zu allen Punkten einer Meinung, aber es ist auf jeden Fall vom Vorteil, Bündnisse zu bilden. Wenn man irgendwo eine
nicht einverstanden ist, dann hat man einen Raum für Debatten und für Gespräche. Danke vielmals. Leider geht unsere Zeit zu Ende. Es ist wirklich ein anregendes Gespräch gewesen in Bezug auf diese Online-Plattformen und Chatrooms. Manchmal sind diese Chaträume ruhig, manchmal nicht. Heute ist er. Ich bin froh, dass hier der Chat aktiv werden kann, nachdem wir uns auch hier voneinander verabschieden, sodass jeder auch sich den Chat noch ansehen kann. Vielen Dank an Frau Theophilis und Herrn Buldiowski und Friederike für die Beiträge. Und bevor wir uns voneinander verabschieden, möchte ich noch was zum Chat sagen. Denn es ist, kommt hier viel Optimismus zum Ausdruck, Rechenschaftsablegung und Zeugnis ablegen. Julian Clark Morris hat im Chat geschrieben, vielleicht haben wir eine ideale Chance vom Maschinenlernen, um hier Algorithmen zu schaffen, können wir nicht träumen von einer Welt, wo man Rassen und so weiter überkommen kann und wo hier Daten analysiert werden, die diese Daten nicht als Vorurteil verwenden. Und das ist wirklich eine schöne Art, hier abzuschließen, ein wirklich wichtiger Gedanke über die öffentlichen Räume in der Zukunft und im Digitalen. Ich möchte die Teilnehmer bitten, um 2 Uhr wieder bei uns zu sein, um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir werden uns hier auf einige Fallstudien aus der ganzen Welt ansehen. Danke nochmal an unsere Redner und an die von Ihnen, die wir in ein paar Stunden weiter wiedersehen werden. Ruhen Sie sich ein bisschen aus, nehmen Sie einen Tee und wir können die Diskussion dann weiterführen. Und wir sehen uns heute Nachmittag wieder. Bis später.